Absolut kein blassen Dunsttraum, Falke. So we're all set to go then. All right. So it looks like Star Tropics 2-1. I was Okay, es geht final vote los. gave me some other preferred to play, so I'm pretty Was für happy. Donations sind? Ich You're glaube, das welcome. einzige Incentive war halt wirklich die Wahl zwischen 1 oder 2. I guess we're ready with timer again. Star Tropics 2 ist Okay. 1994 Start in in 3, Nordamerika 2, herausgebracht 1, worden go. und noch nicht in Europa erschienen. Alright, so Und for es war this chapter das of Star Tropics 2 here, it's actually vorletzte gonna be all text. I'm not gonna Firstpartyspiel, actually do much das halt für das NES other than herausgekommen ist. cover Various Woods these war das words here. letzte In both Spiel. Star Tropics 2, Und you es war can halt das buffer a finale lot of your Spiel, das halt text at a exklusiv time. von Nintendo für das NES Just because entwickelt you're actually wurde. able to hold A at every single textbox Der instead of pressing the Vorläufer select button Star Tropics automatically ist on the first time 1992 in possible. Europa rausgekommen And so und upon ist doing eine so, I Art, actually have to reassign ja, advancing text. Action-Adventure. Fun Fact, das ist nie in Japan erschienen. Naja, bis auf Go ask den my uncle, who Re-Release in is der Virtual a Console. archaeologist Die named Story Dr. ist Jones, halt, Dr. wir Jones. spielen den Mike Yes, Jones, we are der halt in dem vorherigen still Spiel in the eine dark, I'm außerirdische sure, Rasse und not quite seinen Jones Onkel in any way gerettet hat, den related Dr. to J. Indiana Jones, but Und we jetzt don't kriegt know, er but halt it's a von distinct der possibility. Prinzessin Mika, So das the ist magical halt words right here die actually some Führerin lyrics to a der song, Gather, which has the same Argonianer, name. eine telepathische Nachricht und It's an der interesting Regie und song, Kommentar to say nochmal. the Danke, least. danke. Wieder da. Alright. Liebe. Danke. So it's also worth noting that both So, Star Tropics and Star Tropics 2 were never released in Japan, despite dieses being Buch first parties lesen for wir jetzt Netherlands. oder They wird were gelesen, developed exclusively for the American sagen audience for eine a while. bestimmte Star Reihenfolge von Tropics Buchstaben 1 oder was so released und in reisen auf Europe. einmal durch Star die Tropics Zeit. 2 didn't come to Europe until the VC release Und das ist Kapitel 10 1 years ago. Yeah, you might say this is one of the gewesen. earliest versions of a Western RPG in that case. Right. Wie sieht es denn hier bei Glitchen So here, etc. Dark Arx aus? is going to be moving in a specific Glitchless. pattern because Ah, in that little okay. snowfield there, there are pitfalls that lead to Jedenfalls, little soweit ich das dungeons that are weiß. just going to waste a bunch of time, so we want to avoid them. So, wir sind in einer etwas kalten Welt. Some of these NPCs in here will move Oh. around randomly. Bini Usually hat they have a geschrieben, die set Kommentatoren pattern, sind Ja, irgendwie habe ich angepasst. eben schon gemacht. Wusste ich gar nicht, Entschuldigung. Ja. So I just gotta go and hope that they move however long So, it wir takes sind them. in einer kalten Welt und müssen jetzt erstmal nach Norden gehen, Get in my diese thing, Höhle so rein, that's die auch nice. nicht etwas Damn, wärmer they don't ist. even know what money is. Hallo, Okay, Kerterkam. I got a free action. Wir ignorieren die Höhlenmenschen, was schon mal das erste Anything Indiz you want ist, to pay okay, wir for? sind in der Vergangenheit. This game was developed by the Punch-Out team as well, right? Und erhalten die Axt, unsere Good erste enough, that's Waffe. pretty cool. Was not aware of that either. So they actually moved on to making a lot of the hardware and stuff as well later on, but this was one of their earlier projects. Und laufen weiter. Ja, Steinzeit, Matti. Vom Grafikstil her So könnte here's the man first das ein dungeon. bisschen wie Pretty Wonderboy straightforward for irgendwie simple dungeons, but von oben well, irgendwie. there's gonna be one Also aus thing der Zeit. going to Das do ist that. 1994 Pretty good herausgebracht guess. worden. Weil es Okay. nicht ein Wonderboy herausgebracht wurde. Star Tropics isn't really trick-heavy. Mm, A lot of das it's just müsste Veni exploration, wissen. but Ja. each of the games has a couple of Und hinein in die tricks that you Höhle. can do scattered out throughout them, and there's Und one es ist coming im up that Prinzip, also Terrence wer is going das to do alte Star that's kind Tropics of just a gespielt hat, general der rule weiß route. auch, wie das jetzt abläuft. And so it's getting Man trouble a little bewegt bit sich halt by von the Raum zu place. Raum fort und muss halt Move immer away here, wieder out of these rooms. einen Ausgang finden. Manche Räume öffnen sich erst, Yeah, wenn man okay, alle so that's Feinde what we besiegt call a hat. void Andere monster. Räume hingegen Basically what happened there verlangen, dass man is einen bestimmten I Schalter aktiviert jumped und and so weiter und so landed on the fort. seam of the water Und das and the wird man land. auch And took bei damage Star on that Tropics 2 strike. wiederfinden. And that basically tricked the game into thinking that I was still Das standing Spiel on ist ein land bisschen. while I was on the water, so I was able to Ah, move okay, fast das enough ist to neu. be able Das to. ist neu. And Da, that den saved Glitch quite kann a ich bit noch of nicht. Also time. er hat sich jetzt einen Damage Boost quasi über dieses, Move away here, more über than den one. Wasser, über das That's Wasser, quite über den forward Wasserlauf for genommen. Ja. How difficult is that trick to get consistently? Hallo That JD is Rank. one of the So, wir haben die real Feinde issues besiegt you und haben dadurch constantly den Weg geöffnet. Nur in diesem Fall die encounter. Feinde. And the enemies always cooperate to make sure you get that. Und machen wir einfach hüpf, hüpf, hüpf. Yep, and he'll do it one more time Nun around, ja, and RPGs, wo man springen it's kind kann, of gibt's fitting word. I didn't have viele. an Aber exactly ab. So this also, is the Star cave Tropics ist labyrinth. mehr ein There's a Action-Adventure, würde ich pattern sagen. on the wall that Weniger says ein you can remove RPG. it in a part of the dungeon that we don't go to, or the part of Nineteen the eighty-six meint übrigens Cave in Wien Cave that gerade. we don't go to. Okay, Mit das ist der Wonderboy. Wonderboy, So ja. circle, triangle, Steuerung square, fand ich circle, schwierig. Ja, ich square hab Star triangle, Tropics nie pattern. gespielt. Ich hab, also meine erste We had a Konsole war ein simple Super Nintendo. So. Wir sind pattern. jetzt in einem Which isn't quite which Labyrinth. direction it's going. Und But this müssen is all jetzt towards the end halt of den it. Weg finden. The Der Weg chapter between ist dungeons and halt dungeons, we markiert find anhand the dieser bomb Symbole, die wir yucko. da sehen.
Wir müssen zweimal per Piece, dann das Dreieck, dann das Quadrat, jetzt wieder Piece. Das nächste ist dann wieder ein Quadrat. Dann kommt jetzt ein Dreieck und dann sind wir aus dem Labyrinth raus. You do not want to mash. There's a timing to it. If you mash too fast, und New hat wieder Strom. Yes. So Baby New. Long enough for the game. So, der Boss im Prinzip, wir bleiben da stehen und machen Dauerfeuer. So in Star Tropics 2, the idea of the plot is Mika, who we rescued in Star Tropics 1, got a cryptic message. Und da ist er down. Hierokon, the leader of the Argonian aliens. Something collect blocks. Yeah, that's the boss. So we got Shorty here. Nice little. Na, wow, you've done it. Diese Phrase werden wir im Laufe des Spiels so immer und wieder hören. Die kam auch bei Star Tropics 1 vor. Da sind die Höhlenmenschen, die wir jetzt befreit haben. Und sammeln diesen Block auf, der irgendwie wie ein bisschen wie ein Tetris-Block aussieht. Fun Fact, es handelt sich um ein Tetrad, um einen Tetris-Block. Okay. Also verschiedene Spiele irgendwie in eine Spielereihe reingepackt. Ja, quasi. So. Wir empfangen einen telepathischen Anruf über Raum und Zeit. Diese Prinzessin muss echt stark sein. Ja, auf jeden Fall. Und erfahren, dass diese Tetrads ein Erbe der Argonianer sind. Und wir haben ein Tetrad. Wodurch sich dann auch unsere Lebensenergie erhöht. Your life level is increased. So, wir blättern wieder im Buch, sagen die magischen Worte. This is radical. Yeah, go for it. We have $30 from Iceplug saying, I am Krunk for the chicken nugget. Munch, munch. Go Terex. Please put towards runner's choice. Oh jeez, I've got to find out a runner's choice. Wie viele Bosse beziehungsweise Leute gibt es? Lass mich mal kurz gucken. Es gibt 9 Kapitel. Ah, okay. So, Kapitel 3. Diese Welt sieht jetzt sehr ägyptisch aus. Wir sind im alten Ägypten. I was actually considering doing like a flash incentive for it, but Iceplug beat me to it. Wir ignorieren einfach diese Leute und gehen an Bord des Schiffes. Reden mit den Leuten und erfahren, da ist eine Königin drin. Und es handelt sich um niemand anderes als Cleopatra. Wie logisch. Ja. Do you like pizza? I've ordered large pepperoni. Also das Spiel nimmt sich selber nicht so ganz ernst, was ich gut finde. Ja. Und wir müssen jetzt für die Königin die Pizza suchen, die sie bestellt hat. Ich frage mich, ob es damals in alten Ägypten schon Pizzaboten gab. In diesem Spiel anscheinend schon. Ja. So, es kommt in diesem Dungeon jetzt ein weiteres Element hinzu, das sehr an das alte Star, das jetzt ein bisschen an das alte Star Tropics erinnert hat. Da werde ich dann nochmal gleich was Genaues zu sagen. Okay. Ihr seht diese Plattform. Diese muss betätigt werden. Jetzt zwar nicht immer, aber in manchen Räumen muss man die irgendwie betätigen. Und zwar, wir werden mal gleich dazu sagen, wenn es dann soweit ist. Ja, einfach die Feinde mit der Axt bewerfen. Ein bisschen aus dem Weg gehen. Gut ist. Also diese Skorpione müssen wir auch besiegen. Und gleichzeitig dürfen wir nicht zu sehr an sie herankommen. Also es kommt immer auf die perfekte Distanz an.
Die unsichtbaren Feinde ignorieren wir. Soll nicht. Ja, doch. Man muss die killen, um einfach die Türen aufzumachen. Ah, da ist er in den Abgrund gefallen. Das war nicht so vorgesehen. Bei welcher Zeit bist du, Ziff? Damit dir so 29. Ich bin so ein paar Sekunden hinter dir gesprungen. Ne? Okay. What? Okay. I'll be quiet in this. Also er geht jetzt den safen Weg. Er wollte wohl vorher einen kleinen Trick anwenden. That's never happened before. Said every speedrunner ever. Right. That actually is because I haven't gone this other direction. Actually, I always do the jump. Es läuft aktuell nicht gut. Er hat nur noch ein Leben. Delay ist anscheinend wieder groß geworden. Wie groß denn, Matty? Okay, keine Ahnung. 15 Sekunden Delay bei mir. Okay. Ich werde nach dem Run mal wieder ein bisschen refreshen. Mm. So, ich hoffe, dass jetzt der Sprung gelingt. Ja. Dass er dabei Schaden nimmt, ist aber egal. Hauptsache, er hat es jetzt geschafft. Ja. Das auf jeden Fall. Es gibt viele Räume hier, die so eine Sprünge haben. Ja, das ganze Spiel ist sehr Jump'n'Run-lastig, also sehr Platforming-lastig. Und da ist der große, dicke, fette Skorpion, wo wir einfach nur draufholzen. Bei mir sind es 30 Sekunden. Wow, der Delay. Bietet jemand mehr oder bietet jemand weniger? Weser hat das ja eigentlich heute früh bei der hat gefixt. Irgendwie. Ja, ich muss einfach wieder refreshen. Das mache ich dann gleich. Weiter Boss bei mir nun. Ja, bei mir auch. Also der Skorpion meinst du, Matty. Yeah. Alright, so I played that extremely carefully because if I died again, I would have game over. So, yeah, if you die, you get three lives. If you also, man sieht, wie vorsichtig er vorgeht. Er tötet auch die kleineren Gegner. If you die, you respawn at those rooms. But if you get a game over, you have to start the entire dungeon from the beginning. So it's more painful. Okay, der Boss ist down. If you get a game over, then if you just lose life. So, alright, so here I am trying to go get this. Wow, you've done it. But walking is really slow, so I got this camel that I rented. And we're riding and riding and riding. Die Oase. Da und schon zwei Worte Räume weiter, okay. Wir mieten das Kamel. Run, hurry, run, and ride. Und reisen erstmal durch die Wüste. 6 Sekunden zum Broadcaster und bin schon bei 45. Ja, bist du 15 Sekunden vor mir. Da reitet jemand also, eine Schildkröte. Und bin bei 10 würde ich schon sagen. Bei 12. 15. Yeah, this was the second to last game released officially on the NES. The last game was Warriors Woods. Wir haben die Pizza erhalten. Weil das war der Pizzabote. Alright, so we gave Cleopatra her pizza. Caretaker, dann bist du bei mir, dann bist du ungefähr 10 Sekunden hinter mir. Hallo Gambling Frog. Hallo. Chomp chomp choo choo. Und diesmal müssen wir nicht den weiten Weg zurückgehen, sondern sind sofort wieder bei der Königin und erbringen ihr die Pizza. It's beautiful. Caesar's Hut, yeah. Shoutouts to Little Caesars. Pizza, pizza. This is in no way sponsored. Ich denke mal bei diesem Spiel nur WTF, wieso existiert das? Fun Fact, es handelt sich um eine Caesars Pizza. So, we're gonna head to the pyramid where the second tetrad is located, except not really. Wow. We can actually get into the pyramid, we can just get into the first one and then we're blocked by a mysterious force field that is gonna impede our progress. So we're gonna get okay. Einigen wir uns auf, dass der dass ein Delay vorhanden ist und dass der von Person zu Person unterschiedlich ist. Ja. Alright, so she just ditches us here. And she's just like, here you go. So, wir erfahren, dass das zweite Tetrad in einer Pyramide ist. So I walk far enough out into the desert there, just so that I can quickly get up into the spot. Okay. If I keep continuously walk over to the left there, it actually is endless. Und müssten gleich so den Axt gegen den Dolch tauschen. So here I have this, hedge maze. Was logischerweise mehr Schaden macht, also der Dolch. Wir schauen uns die Axt. Ja. So, da ist ein Affe.
Und da sitzt ein kleines, wir versuchen natürlich dem Affen zu folgen. Und um jetzt mal schon zu spoilern, das wird ein Weilchen dauern, bis wir da genug an ihn dran sind. Und wir werden dementsprechend ein paar Kämpfe absolvieren müssen. Ihr seht, diese Animation, wie er so quasi in den Boden fällt, das ist halt, das Signal, dass ihr jetzt in eine Zone geratet, wo gekämpft, dass wir dann in eine Zone geraten, wo dann quasi gekämpft wird. Mhm. Warum warte ich gerade darauf, dass es ein Pokémon auftaucht? Weil das Spiel sehr viele Anspielungen auf andere Nintendo-Spiele besitzt. Ja. Aber Pokémon sind es nicht. Pokémon waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mal angedacht. Wäre Star Tropix einige Jahre früher rausgekommen, hätte das einer der ganz großen NES-Titel werden können. Wäre wohl mit in der Lege mit Metroid, Mega Man und anderen Kultspielen. Das erste Star Tropix ist ja 1992, glaube ich, herausgekommen, Veni. Also zu einer Zeit, als das NES noch richtig beliebt war. Also, bei mir ist die NES-Zeit da vorbeigelaufen. So, one other thing of note is that he wants to end every. Ja, was mit ihm meinte, Pokémon gab es noch lange nicht zu der Zeit. Mm-mm. Waren gerade mal vielleicht angedacht, aber es hat noch ein bisschen gedauert. This growth in the background is so amazing. Was meinst du, Artcore? Bombastic, wo findet das Apogee im Limit Break eigentlich statt? In Salt Lake City. Utah, USA. Danke, Becky. Also ich kann jetzt momentan zu dem Ablauf nicht sagen, weil der sich halt einfach ähnelt. Wir müssen durch diese Level, müssen versuchen, die Gegner zu besiegen. Können in einigen Fällen die Gegner ignorieren. Bis wir halt so weit sind, um den mit dem Affen zu interagieren. Perfekt sind die Klicks für den Troll. Lol. Ich meine, mein erstes Spiel war Prince of Persia, das erste, und ich liebe es immer noch. Ja, das ist, ein Klassiker, Caretaker. Oh mein Gott, I will also be a monkey's uncle. And he just gave me psychic powers, so. Ja, aber da gab es schon den Wechsel zum Essen. Das hat aus einem Kultet eher einen Händen gemacht. Okay. Wir müssen jetzt über diese Landbrücke. Keine Sorge, keine Gegner. Und da ist der Affe, der uns. Well, I'll be Monkey's Uncle, the power of mind, die Psychic Shockwave gibt. Du, Artcore, da ist es ganz früh um Uhr morgens und eben gab es einen langen Run, also da erwartet nicht allzu viel, da erwartet echt nicht allzu viel. Auf in die Pyramide. Supernova? What is the snake doing? It's trolling you. Ouch. Das läuft echt nicht gut. Der kriegt schon wieder Schaden, aber hat schon wieder 3D, das ist schon mal gut. Wenn wir diese Psychic Shockwave benutzen, also jedenfalls, soweit ich das gesehen habe, die hat keine eigene Energie. Die könnten wir quasi so oft nutzen, wie wir wollen. Also Dauerspam sozusagen. Nicht Dauerspam. Also wird der Sutter Runner eben auch gesagt, man sollte in diesem Spiel möglichst nicht Dauerspam. So, diese Kugel, das ist der Schalter, den wir aktivieren mussten, um halt weiterzukommen. How does the enemy movement in this game work? Is it so relatively consistent and predetermined, or do you have to respond to what these enemies do on every screen? Der Einsatz der Psychic Shockwave, das hat eben der Runner nochmal erwähnt, verlangt übrigens auch, dass man eine gewisse Mindestanzahl an Herzen braucht. Die Psychic Shockwave wird halt im Laufe des Spiels immer stärker. Und je stärker sie wird, desto mehr Herzen braucht man, um sie halt quasi einzusetzen. Mhm. Sie verbraucht zwar keine Herzen an sich, aber sie braucht eine Mindestanzahl, um halt eingesetzt werden zu können. Und ihr seht, sie hat eine deutlich größere Reichweite als ihr Dolch. Ich habe den doch aktualisiert. Sekunde, hat sich Becky. Wieder nicht aktualisiert.
the yo-yo had power 1, the shooting star was power 2, supernova power 3, and then the electric spread gun has power 4, and then different Stimmt das jetzt, Becky? Different power levels. Vielleicht weiß ich mich doch, aber ich brauch's nicht. Nein, ich mach nur mit Hauptkommentatoren. Also Runner und Hauptkommentatoren. Alles am besten. Alles gut. Neben Kommentatoren, so werde ich dann am Ende shoutouten. Also beim Finale. Jojo. So, diese Pfeilplattformen, wie ihr seht, man bewegt sich automatisch in die Richtung vorwärts, die sie sich bewegen, in die sie zeigen, und muss halt aufpassen, wie man sich bewegt. Und ich weiß, das klingt merkwürdig. Ja. Okay, muss jetzt dringend die Herzen aufsammeln. Okay, gut. Shoutouts to the mustached mummies here. Shockwave. So this game and the first game get kind of clever with Knoll, Rini, es vergeht deine Freude, warum kommentiert die dich so? So, die Schlange ist schon mal ein gutes Vorzeichen für das, was dann gleich noch kommen wird. Okay, I'm gonna kill this thing anyway, just in case. Waste time because of the door open, but that's okay. Better than I'm alive. Der Channel finde ich angezeigt. Ja, weil Veni gleichzeitig nur der Arcteryx da gemacht hat. Ist jetzt auch egal. So, wir haben die Flöte. Und das brauchen wir dann gleich, um an einer bestimmten Stelle, meine ich, Schlangen zu beschwören und zu besiegen. Ich nehme mal an, es ist ein bisschen RNG, ja. Wie die, bei welchem Schalter das Item, was da kommt, erscheint. Nein, also wo das Item erscheint, das weiß man. Okay. Die Gegnerbewegung ist halt RNG quasi. Mm, das sozusagen, ja. Ja. Stimmt. Also, wir sind in den Pausenmodus gewechselt, haben die Flöte aktiviert und konnten jetzt dadurch diese Schlangen bekämpfen, wodurch wir jetzt in der Lage waren, weiter im Spiel vorwärts zu kommen. Und ein bisschen aufpassen. Warte. Mann, das ist so. Fun Spoiler: Es wird kein neuer Weltrekord. Weil der ist einfach zu oft gestorben. Das hätte man vor. Das ist auch ganz. Das hätte man wissen sollen, weil er gestorben ist. So, wir müssen gegen die Totenmaske kämpfen. Boah, das ist schon wieder gestorben. Wow. Was machst du, Darkterex? Du kannst das doch besser. Also der Bosskampf ist im Prinzip, sage ich jetzt, einfach, weil man einfach dranbleiben muss und draufschlagen und den Schüssen ausweichen sollte. Und da ist er down. Das war sowas von unnötig. Ah. Baby, Dürbe. What happens if you make a line with all the tetrads? It does nothing. Und danke, Veni. All right. Und WB Dirge. Yeah, please go for it. We have an anonymous $100 donation with no comments. So. Thank you very much. We also have an anonymous $5 donation that says the power is out at work, so I can't really do anything. Okay, es kummelt gerade, ich muss mal kurz die Fenster zumachen. So I'm gonna sit here until my phone dies. Ich meine, jetzt ist hier wieder eine Cutscene, wir werden ins viktorianische England reisen. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Bis gleich. Okay, bis gleich. Also do want to remind you guys that after this we do have Saga Frontier and we do have a character choice bidding war for that. Right now, Estellas is in the lead with $200. Marty, das kann sein, ich hab's nicht gespielt, aber wenn du meinst, hat eine schwierige Steuerung, dann glaube ich dir erstmal. Just choose which one of those you'd rather see. So, and then back to you, Terex. Und Veni, gute Nacht. Bis heute zu Earthbound oder morgen zu Earthbound. We're going to go see Sherlock Holmes now. And he's gonna point us to the direction of the next stone. So is this Robert Downey Jr. version or British television version? That is a good question. I definitely like RDJ. In Ordnung. Wir sind im viktorianischen England. Und was fällt einem da gleich natürlich ein? I can't talk to the dog because that's like Sherlock Holmes, nehme ich an. Ja. Und Dirge
wir wissen, dass es warm ist. Ist bei mir nicht anders. Bei mir wird's gleich mächtig rund gehen. Ich mache mir dein Internet, hält das aus. Das wird das. Also ich hab kein Kabel-Internet. Ich bin Telekom und die Telekom ist eigentlich recht stabil. So, wir ignorieren die Hunde und laufen Waldchen. Und reden mit dem Polizisten. Very effective jail. Yeah. Der uns erstmal festnimmt, weil wir uns verdächtig gemacht haben, aber da ist ein geheimer Ausgang. Also die Gefängnisse müssen damit nicht sehr sicher gewesen sein. Naja, Gefängnisse... Damals glaube ich nicht, dass die so sicher waren. Ja. So. Down. Okay, I held down. I always hold up because I think it puts me in the dungeon. Alright, so now. Da ist ein Tetrad. Und wer ist das? Soda. Soda ist der Antagonist, der Hauptschurke des vorigen Teils, den wir eigentlich umgebracht haben, den wir eigentlich besiegt haben. Nur irgendwie scheint er ja noch am Leben zu sein. So, wir gehen jetzt in die Kanalisation. Und müssen die Tür öffnen, und das machen wir wie folgt. Zack, Schalter 1. Schalter 2. Was ich aber an diesem Spiel interessant finde, ist, dass du verschiedene Szenarien auch aus Film hast und dann eben halt in so einem Dungeons bestimmte Gegenstände Rise, nochmal von vorne und diesmal bitte nachdenken, was du sagst, weil das hat eben irgendwie keinen Sinn ergeben. Ich hatte gesagt, ich finde dieses Spiel interessant, wie es die Aufmachung einfach halt, dass man in verschiedenen Abschnitten von Film sozusagen als Filmstätten, besser gesagt, reist und eben halt bestimmte Dungeons machen muss, um da Gegenstände zu besorgen. Das sind ja keine Filmstätten, wir reisen durch die Zeit, so. Ja, ja. Und das ist, ein Gehirn, jetzt nicht gerade Mother Brain. Ihr seht diese Plattformen wippen darum herum und, versuchen den Schüssen auszuweichen und da ist es auch Daumen. Was? Shodan lebt? Would that technically have been optimal to actually just jump towards him as you threw the last one, or even if it is kind of scary to do so? Technically, yeah. Cool, so you're just intentionally showing off these optimal threats. Yeah, exactly. So this weapon, which I guess is like a chakram, is actually really powerful. It has quite a high damage multiplier compared with his base weapons. Müssen diese Gegner besiegen, damit wir die Kugel kriegen. Krass, was der Typ mit der dunklen Stimme labert. Ich habe keine Ahnung, wen du jetzt gerade meinst. Ich glaub mich, aber... Oder meinst du einen da vor Ort? Ja. Wir haben jetzt eine optionale Waffe erhalten. Diese, ich nenne sie mal Wurfreifen. Mhm. Die wir auch fleißig benutzen werden, weil die auch noch eine gewisse, ja, gewisse Reichweite haben. Allerdings seht ihr anhand der Zahl unter diesen Reifen, ihr könnt nur eine gewisse Anzahl mit euch tragen und wenn die aufgebraucht ist, besitzt ihr sie nicht mehr. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass ihr die zwischendurch wieder aufladen könnt, also die Items, dass ihr sie findet und dann wieder mitnehmen könnt, aber ja, das ist da, also man muss schon sehr gut haushalten. Und ja, ihr seht, die sind gut stark, können einiges machen. Werfen wieder. Und da sind sie weg. Ja. Well, it can give you extra lives. It will, actually.
contrary to the first game has a chance of giving you negative lives when you pick one of those up. Ich bin übermüdet, nein, ich habe geschlafen. So, ein extra Leben, das ignorieren, und die Herzen brauchen wir. Yeah, in the first game it could give you plus two lives, plus one life, or it could take a life away. Yep. And it's totally random which one it does. Yep. Mm-hmm. But this game, yeah, it gives you either one or two lives. Interessanterweise meinte der Runner eben, dass das erste Spiel einem die Chance gab, dass man ein negatives Leben gekriegt hat. Dass man kein extra Leben, sondern ein Leben sogar verlor. Und es war halt absolut random, also RNG, zufällig, was man genau kriegen würde. So, die Wurfreifen, die wir wieder benutzen, um diese Seeigel oder was immer das auch ist, zu besiegen. Und diesen Schalter. There it is. Und kämpfen wir jetzt erstmal gegen Zodarm. Wir gehen nah an ihn ran. Und halten so lange drauf, bis er besiegt ist. Dann die Fire-Attack down at the bottom. The bottom flame wouldn't actually spawn off screen. And the one on the left would have stuck inside of him. Diese Wurfreifen sind einfach wesentlich stärker als unsere Psychic Shockwave und unser Dolch, weshalb wir die ja eben hauptsächlich benutzen. Und da verwandelt er sich. Und siehe da, das ist gar nicht so, oder? Das ist irgendein Klon oder so. Irgendjemand, der irgendwie Schauspieler hat. Hallo, Nikoboy-chan. Hallo. So, wir sammeln das Tetrad auf, haben wieder mehr Lebensenergie und reden dann erstmal gleich wieder mit Sherlock Holmes. So. Alright. Kapitel 5 erwartet uns. Wow, this is radical. I need to get the chicken nugget, so I guess I'll go get the chicken nugget. Ach, Zoda, nicht Shodan. Dachte, es wäre eine Verriffung auf System Shock, weil ich Zoda noch gar nicht existierte. Lol. Karak. Baby. So, Kakteen, Wüstenszenario. Tippe mal, Wilder Westen vielleicht? Wer weiß. Ja, Wilder Westen. Wilder Westen. Yeah. Like, oh, okay. Cool. Sie betreten die Stadt und werden dann werden mit einem Mann reden. Howdy, ja, zu schnell kann ich jetzt nicht sagen. Also ich finde auch mal wieder schön, bla bla bla, dies, bla bla bla, das. Wie gesagt, das Spiel nimmt sich selber nicht so ganz ernst. Das, ich glaube, der Runner nimmt es auch nicht so ernst. Ansichtssache. Ja. So, wir gehen jetzt in Bob Store und kaufen Dynamit. Einfach so. Einfach so, ohne irgendwas dafür auszugeben. Oh, warum nicht? Sparen wir uns Geld? Ja. So. Und jetzt geht's auf zum nächsten Dungeon. Da sehen wir verschiedene Feinden. Da sehen wir unterschiedlich farbige Steine und springen da ein Loch in den Boden. Und you've got a gold nugget. Wow, it's a chicken nugget. You tried. Mmm, delicious. But nothing happens. I mean, I thought you like found the hidden Wendy's. Ein gold nugget, invite a chicken nugget. Das ist das, was wir auch erstmal kommen. When Bob says he'll buy the gold, he will actually increase your points by I think. In die Stadt. If you give a gold nugget to him. Alright, so the hint that they give you as to where you're supposed to go for this is you're supposed to do. Und wieder Dynamit. Dance around a cactus that's over there. One of the arms is facing the other direction. Ein Goldnugget, nein, ein Chicken Nugget. Ja, das habe ich ja gesagt mit TXB. A guy who's playing a piano in the town and he's like, oh, here, do you want to hear my greatest hit? And the cactus dance. The cactus dance. So
you go learn the dance, and that's where you're supposed to be able to figure out how to, or what spot the dungeon's at. So, und das müsste jetzt die richtige Stelle sein. Also das war eben ein kleiner Gag, der halt im Spiel inbegriffen war. Okay. I jumped there just to make sure that he didn't fire at me. Nein, nicht das Chicken! So, nächster Dungeon. Running towards boulders, because that's sensible. So something I've noticed is you walk diagonally a lot. Wir ignorieren diese Kakteenmenschen und springen und werfen gerade sie die Tür auf. So I don't have to. Yeah, I don't have to walk. So, hier müssen wir vor diesen rollenden Felsen aufpassen. So, I can just walk diagonally even against a wall and be totally fine. Sorry, this enemy is... These enemies are really bad to deal with. So. Nee, nee, an die Sache. Und du isst immer noch, du isst ganz schön lange. Oh, okay. Lass ihn doch. Yeah. Ja, so ich weiß. Matty, wir haben leider diesen Delay und daran können wir jetzt momentan nichts ändern. Ich bitte dich zu entschuldigen. So, diese tun und dann einfach Feinde besiegen und weiter geht's. Unser Karak, ich bin darauf eingegangen. Ja. So, wir müssen diesen grauen Riesen besiegen, der mit diesen Felsbrocken einerseits Basketball spielt und andererseits Fußball. Und da ist er down. Veni, frag dann nochmal ein bisschen bei Nuna, aber ich schätze mal schon, dass er heute Abend da sein wird. Ab so kurz vor 24 Uhr. So it's not really something I'm gonna go for. Now we got a talking donkey. Yeah, we got a talking donkey now. Wow, you've done it. If you prefer otherwise, you can fill up the blank. And we get the more powerful welcome! Und jetzt reden wir mit diesem Geier und kriegen die so Super Psychic Shockwave! Yay! Die halt nochmal ein bisschen stärker ist als die normale Psychic Shockwave. Logischerweise. Ja. Nee, nee, nicht du, Ziff, meine Veni, okay. Das ist natürlich stärker, wir können aus größerer Distanz angreifen. I guess they were just really proud of that beep. They just wanted you to hear it more often. So, wir sammeln diese Flasche auf. Yeah. Die natürlich Lebensenergie wieder gibt, weil natürlich roter Inhalt. So I'm gonna hit this chilling with his Moogle. With the dagger to open up the coins. If I hit them with the side shock, the chest will never open. Which I think is kind of what's the intent. Es ging mir nicht um den Delay. Wenn nur wenn ihr was etwas im Chat vorliest, was ich im Endeffekt sogar vor dem Kommentar erwähne, wird es nachher so, als ob ich es von euch wiederholen würde. Aber ich kam schon vorher selbst drauf. Ja, tut mir leid, Matty. Wie gesagt, es ist dieser Delay und ja. Ich schaue nach diesem Run nach, ob ich da irgendwas machen kann. But the mini boss is something else. This is für üblich diesen very ugly fights. Schalter betätigen und diesen Stern einsammeln. Go away. Das ist klar, dass ihr das ein bisschen verzögert seht, wie wir hier, weil wir den Originalstream laufen haben, also für dich. Ja, also ich orientiere mich am Originalstream. Ja. So, ein Skelett, das in einem Lorenwagen fährt. Was es nicht alles gibt. Oh ja. Das ist ein Mini-Boss, den wir einfach nur ja, besiegen müssen. Zum Glück haben wir diese Super Psychic Shockwave, mit der das Ganze ein bisschen einfacher ist. Schlaf gut, Veni. Gute Nacht, Veni. Bis später. Und given that this game doesn't have like any iframes, which is another difference between the. Oh wow, they both came out. Another difference between the two games. The first game has a good chunk of iframes when you take a hit. This one doesn't. So like if I take one hit, I either get off that enemy or I die. Also in diesem Raum wieder nur die Kugeln einsammeln, um die Tür zu öffnen und die Feinde können wir ignorieren. The last two chapters of Star Tropics 1, you get hier müssen wir auf die Schlange aufpassen. Magic cubes. The first one gives you the supernova, the second one gives you max health. Ah, ein Herz, das ist echt nicht schlecht. I always like to joke that the last one
gives Mike the ability to swim for about 5 seconds at the cost of. Also, wir sammeln ein bisschen Lebensenergie ein, einfach nur der Vorsicht halber. Aber der nächste Boss sollte eigentlich easy sein. So, Pause, wir nutzen den aktivierenden Stern und sind damit jetzt unverwundbar. Und dadurch können wir einfach direkt rangehen und draufholzen. Und da ist er down. Kann sein, dass ihr das schon mal gesagt habt, Sif und Royce, aber warum schaut ihr nicht das, was wir sehen? Dann wäre das Problem nicht vorhanden. Warum schaut ihr nicht einfach auf den Restream? Dann habt ihr das. Jinzaya, wenn wir den Restream schauen, ist unser Commentary noch mehr mehr verspätet. Wir müssen halt den Mainstream schauen, um halt, damit unser Commentary relativ nah am Bild ist. Klar, wir haben den Delay, 10 bis 20 Sekunden, je nach Zuschauer. Aber das ist immer noch besser, als wenn wir jetzt direkt den Restream schauen. So, wir haben das Setrad und sind in Kapitel 6. Und reisen in eine Hafenstadt. Wow, this is radical! Also glaubt mir, wenn ich jetzt mit dem Restream kommentieren würde, das würdet ihr noch krasser bemerken. Definitiv, weil der Restream hat ja noch den Delay obendrauf und ja. Dann würde unser Commentary ungefähr mit einer Minute Verspätung bei euch ankommen. Wir sind in Italien. Okay, das wusste ich nicht. Haben wir, als ich mir den Run angesehen habe. Hätte man auch anders sehen können. Ja, ist schon richtig. Man sieht ja nicht, ob das Italien ist oder so. Ja. Also wir sind in der Renaissance. Ah. I like the Zoda footprints. That's always a cool little touch. I thought we killed Zoda. All right, so for some reason, they give you the katana, which is the next weapon. Und reden erstmal mit diesem Bildhauer, der halt. But it's only in that room I have the dagger again. Who knows why they did that, but that room you have a katana and does absolutely nothing for you. Nein, das ist eine Anspielung Picasso? Yeah. I mean, 'cause that's obviously what you do. Also sollte das Picasso darstellen. Just throw it at people. Oder Michelangelo. Irgendein berühmteren Bildhauer. It's up for debate, honestly. Like, in a way, I want to say this. Also irgendwie tat mir das gestern ein bisschen leid, dass euer Kommentar davor ist sehr gut von meiner ausgefallen. Ja, aber dank dir und Ramwal und Shirogorath wurde es mehr als gut gelöst. Und sollte es halt da wieder ein Problem geben, haben wir da auch schon jemanden, der da vielleicht uns helfen kann. Wir haben genug Leute, die aushelfen. So. Wir müssen einlochen. Und ja, das klingt so dämlich, wie es. Und ja, das klingt so bescheuert, wie es klingt. Wir müssen halt diese Kugeln dazu bringen, dass sie in das Loch fallen. Und dazu brauchen wir diese Psychic Power. Du, The Karak, ich bin mit dem Commentary von Secret of Mana angesichts der Umstände mehr als zufrieden. Manchmal macht die Vertretung besseren Job als die eigentlichen Hauptkommentatoren, aber sich natürlich nicht sagen, dass jeder Hauptkommentator schlecht ist. And a hard enough boss it is. But I did it, so. You've done it! Er hat ein bisschen Pech mit den Kanonen platzieren. I refrained from turning off my power while saving. Okay, geschafft. That's really the true final boss. And I got a chisel for it. So. Wir befreien den Bildhauer. Wow, you've done it! You just run, hurry, hurry. Jetzt erstmal sammeln wir den Meißel auf, den Chisel. Und dann noch gleich den Hammer. Vielleicht wäre das Wording "Wir spielen Gold" besser gewesen. Wie meinst du das? Weil das so wie Golf aussah, vielleicht. Ach so. Leonardo da Vinci, der gerade
And now I have the katana. Der von Soda gefangen genommen wurde, das Tetrad versucht hat mitzunehmen, mitgenommen hat. Und Leonardo arbeitet gerade an der Mona Lisa und, wow, that's radical. That one was good. Mika is, und wir erhalten eine Katana. Ich habe jetzt keine Ahnung, wieso Leonardo da Vinci eine japanische Waffe hat. Eine Frage, die uns. Und vor allen Dingen ein Flugzeug. Aber okay, Videospiellogik. Ja. Und da halten wir wieder einen telepathischen Anruf. Kind of like Pointless Whale in Star Tropics 1. Not as good as the Pointless Whale, though. Wolf statt einen noch ein. Has the best music of that game. Yes. Ja. Man locht bei Golf auch ein, Hoppy. Also insofern. Das sind Wörter. Das ist Semantik. Landen auf der Insel und gehen nochmal rein. Und jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Yeah, this has like what, like two or three. You have to. Was meinst du? Das Estimate noch drin? Kannst du mal bitte den Weltrekord posten? Jo. Moment. So, das ist natürlich wieder ein Labyrinth. In welche Überraschung? BP vom Runner 1077-27. Puh. Könnte knapp werden, einfach weil er zu Beginn ein paar Mal gestorben ist. Aber ich glaube nicht, dass er das Estimate sprengen wird. Ich auch nicht. Erstmal hier wieder rauskommen. Also ich finde, es ist ganz nett gemacht, dass man nicht immer die Monster besiegen muss, sondern es manchmal auch möglich ist, mit ein bisschen Geschicklichkeit rauszukommen. Ja. Wir lassen den Stern liegen, obwohl er eigentlich Unverwundbarkeit verspricht, aber wir brauchen aktuell keine Unverwundbarkeit. Now we're gonna sit here and wait through a long health refill. Wieder diese Fußspuren und da ist das Tetrad. What's convenient about Star Tropics 2 though is like if you have multiple dungeons within a chapter, you'll still have full health when you get to the next dungeon. Versus Star Tropics 1 will always life level is increased. It's between chapters where it are or between chapters, excuse me, yeah. You get to maintain your full health going to future chapters, whereas where you're using in evil voice from beyond. Zoda. Full long health refill at the end of 7-2 and then you start chapter 8 and 3 hearts. Yeah. It's Zoda Y. Ähnlich wie Zelda 1, mal Gegner besiegen, mal durchlaufen, mal Stellen schieben und hier halt Schalter betätigen. Ja. Oh ho ho, this is radical. Und wir reisen wieder durch Raum und Zeit, allerdings dieses Mal ohne das magische Buch. We're supposed to be in Transylvania right now. Chapter 7. Zoda basically haunted me when I got that tetrad and was like, go to the place. Basically references Dracula. So now I go to Transylvania. So, eine etwas düstere Welt, wo wir uns jetzt mal ein bisschen umgucken. Und da ist ein Schloss. Gehen wir mal rein. Vielleicht sind die Bewohner ja freundlich, wobei finstere Welt, freundliche Bewohner, eher nicht. He's not Dr. Frankenstein. Exactly. Dude, Pants, what are you doing? Frankensteins Monster. Ja. Vor allen Dingen ein Monster, das sich halt, dass man in zwei Phasen besiegen muss. Das klingt genial. Transsilvanien. Ah, okay, danke dir. Ich habe halt nur den Speedrun angesehen und nicht ein Casual Playthrough. Ich kannte bislang das Spiel noch nicht, bevor ich mich dafür eingetragen habe. So, wir müssen diese Geister besiegen. Oder einen Geist, die gegen die Super Psychic Shockwave empfindlich sind. Okay, so now I need to hold the diagonal, otherwise I'd fall through the floor again.
Ein Geist, der seinen eigenen Grabstein trägt. Ja, GG. Okay, I'm gonna be a little safe. Praktisch, wenn du stirbst, hast du da leider Grabstein dabei. Ja. Also von daher. Und wir ignorieren das extra Leben, weil wir brauchen momentan kein extra Leben. Das ist das Gute. Glaube ich nur, sicher ist es nicht. Matty, eine Frage. Kennst du irgendwie den Run oder das Spiel? Weil du hast sehr viel gutes so Wissen. Doch, musst du passen. Ein Geist, der meditiert und irgendwas aus seinem Marmeladenglas wirft? Irgendwelche Bomben? Oder wie soll man das interpretieren? Könnte man so sagen. That was pretty painless as far as that can go. Yeah. So as you saw, when I shoot the blue ball that's there, it zooms right towards you. So I just had to make sure. Dieser Feind soll wohl eine Nervensäge sein, aber ist er in diesem Fall Gott sei Dank nicht. Ich habe es mal gespielt, aber nicht durchgeschaut, als es rauskam. Und dann mal Speedruns gesehen, aber auch schon her. Aber auf jeden Fall danke dem Team. Es ist gut, wenn man jemanden hat, der ein bisschen mehr Ahnung hat als man selbst. Ja, Matty hat ja schon zu einigen Spielen die Tage Wissen, also so Casual Wissen gehabt. Ja. Fledermäuse, die wir besiegen müssen. Weil der Raum auch Fledermausartige Kacheln hat. Oder ein Fledermausartiges Muster, besser gesagt. Und der Weg zurück ist versperrt. Und da ist Soda. Und im Prinzip einfach nur draufhalten. Und den Fledermäusen ausweichen. Und den Schüssen ausweichen. Aber halt gerne die Klassiker, die ich als Kind kannte und selber gespielt habe und wundere mich, vielleicht die bei den Runnern wirken. Ja, das Phänomen kenne ich. Das Phänomen kenne ich. Ja. Man denkt sich, man hat sich damit so schwer getan. Und da ist eine zweite Phase, eine Art Greif mit Tentakelkopf oder wie auch immer. Ja. He can jump also, notice the spikes on the bottom. Yeah, that'll come in again later. But for now, I've done it. Cthulhu All nennt es einer aus dem Mainstream-Chat. Okay. Passt meiner Meinung nach. Mm. I could have used the potion that was in there, but it's close enough that it isn't gonna make a huge difference. Und wir haben das nächste Tetrad. Alright, so now we're gonna warp again. You've got a Tetrad. Because it's rad. It's totally radical. Totally radical. The life level is increased. Wow, welche überraschende Nachricht. Yay! So now we go to Camelot, basically, right? Yeah. Und wieder reisen wir durch Raum und Zeit. Wow, this is radical! This one's gonna have two dungeons in it. The boss of the first one is another boss. Im Hintergrund sind Meta Sigma und der. Ich weiß nicht mehr, wer der Runner hieß. Der Glatzkopf. Oh Gott, da fragst du mich doch. Mal nachgucken. Ich glaube, der hat Alundra gerannt. Ja. We do still have a lot of bidding wars coming up in our next couple runs. So diesmal ist es sehr grün. Eine Holzbrücke. Ist das ein Ritter? Oh, dann sind wir im Mittelalter. Stellas has $230 and Amelia has $130. If that's not quite your taste and you're looking more towards the Final Fantasy Legend side of things. We have the main character's race and naming the character in Final Fantasy Legend 2. And we have the background color rolling incentive for Final Fantasy Legend 3, as well as naming all the characters in the game. One of which right now is sitting at a glorious $3. Und das ist somebody out there has König Artus. Wir sind in Camelot. Der von dem weisen Merlin redet. Yeah,
Terex, keep it up with a good run. Pirat, he's der Runner von Alundra. Ah, danke. Bitteschön. Und wir sind jetzt ein Ritter der Tafelrunde und haben wieder mehr Lebensenergie. Und das ohne ein Titrat aufzusammeln. Wow. Ich denke jedes Mal, wenn ich Tetrat höre, an Tetris. Frag mich nicht warum. Naja, achte mal auf die Muster. LOL. Ich habe auch schon viele Spiele gesehen als Speedrun, die ich selber spiele und in meinem Casual Run einfach ein paar Strats eingebaut habe. Ja, das ist auch möglich. So, diese Blobs besiegen mit unserer Super Psychic Force. König Arthus, nicht König Arthas. Und hallo Terrorfiggy. Hallo Terrorfiggy. Diesen Geist besiegen. Man, what the fuck be those knights, though? He's like, ja, uns besiegt. They're all busy, and then you're like one of the dudes at the castle. So this is the same every single time as to where the knives are at. But this last one, I'm just gonna take the hit because it's faster. So, müssen halt diese Pfeilplattformen bereisen und über die Stacheln springen, ehe die uns den Weg versperren. Und aufpassen, dass wir nicht von diesen Schwertern aufgespießt werden. Als nächstes kommt Sega Frontier. Terrorfiggy. Und da läuft noch ein Incentive, welches ja, wie einfach Zelda 3 auf einmal ist, wenn man durch ein paar Speedrun-Strats. Damals war es viel schwerer. So, wir müssen diesen Ritter besiegen. Wir reisen einfach durch den Raum auf diesen Transportplattformen und bewerfen ihn mit unseren Katanas und weichen seinen Schwertern aus. Ich denke mir gerade, dieser Boss könnte ganz schön schwierig werden wegen den Rutschplattformen. Elven 1900, Ziff als Experte, es gibt für alles ein erstes Mal, Kappa. Danke, Elven, ich mag dich auch nicht, Kappa. Wow. Damals, Matty, gab es auch keine Guides und nicht alle hatten Internet. Ja, das stimmt, George. So, wir reden mit der Eule. Die sehe ich als der Affe, als der Esel und als Merlin entpuppt. Wow. Oh, it's totally 90s. The first game has a lot of that too. This one is. Weil das nächste Kommando noch nicht aktiviert ist, Terrorfiggy. Und wir haben jetzt nicht mehr die Super Psychic Shockwave. Super ist langweilig. Wir haben jetzt die Ultra Psychic Shockwave. Ja. Nicht alle Spieler hatten damals einen Guide, Matty. Aber die Musik ist ganz gut. Ja, die Musik ist gut. Also für ein NES-Spiel. Wir müssen jetzt diesen Blob erstmal kurz platt machen, der sich natürlich in weitere Teile aufteilt. Warum auch nicht? Und bekämpfen einen Dinosaurier, der auf zwei Beinen läuft. Okay. Ich weiß doch, wie wichtig du bist, Salty Ziff, Zwinker. Wieso sollte ich dir das jetzt abkaufen, Elren? So. Noch mehr Wackelpudding. Ja. Ich geh zum Wackelpudding. Aber ich hab jetzt keinen Bock, durch den Regen zu laufen. Und außerdem habe ich noch bis heute Abend Commentary. Mir schönes Wetter. Glücklicher. Golden Knights have a giant shield that like the it's coming up. Like the ghost from chapter 7 that was holding its tombstone, you can only hit it from the side. So, ein paar goldene Ritter oder goldene Golems oder was auch immer diese Figuren darstellen, die halt der Ultra Psychic Force yeah. I gotta go through the room, go back and then back nichts entgegenzusetzen haben.
Taros Modus, wieso stelle ich mir das Ziffer mit einem Kamehameha-Geste vor, wenn er das so betont? Ich dachte eigentlich mehr an Hyper Princess Peach, wenn ich das so betone. Das habe ich ja bei HDQ, glaube ich, kommentiert. Schade, da ich an der PS4 sitz, war nix echt cool, aber ihr helft ja wunderbar. Kein Problem. Wieder ein paar Ritter. Heavy Line, wie kann man ein Spiel ohne Guide spielen? Könnte ja noch Spaß machen, wenn man eine Aufgabe selbst löst. Ja. Und hallo Omnigul. Also, ja, diese Kugel aufhalten, damit man nicht überrollt wird und damit man halt dieses Puzzle lösen kann. Und hier muss man halt ein bisschen herum experimentieren, damit er halt die richtigen Schalter trifft. Wieder ein paar Herzen aufsammeln, einfach der Vorsichtshalber. Und wieder diese zweibeinigen Triceratopse, die ein bisschen viel auf den Rippen haben. Wow. Come on. This is not good patterns. No. Okay, there's one. Well, that's a little better. Okay, second one cooperated better. Und diese Ritter besiegen, die sich gerade sehr vehement herausstellen. Als sehr hartnäckig, die lassen sich irgendwie nicht so einfach besiegen. Aber jetzt ist der erste down und der zweite ist jetzt auch down. Es sind ja auch Ritter in einer Eisenrüstung, also die lassen sich noch nicht so leicht besiegen. Ja. I like how the knights are attacking with ninja stars. Everything in this game makes complete sense. Video game logic. Und noch mehr Ritter. Ebenfalls einen wunderschönen Gozor. Und dir ebenfalls einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Diese Blobs, die wir jetzt besiegen müssen. Also ich finde, der Part des Spiels zieht sich jetzt etwas. Weil die Gegner mehrere Hits brauchen. Wir machen zwar mehr Schaden, aber ja, davon die Gegner vertragen auch einiges mehr. Ja. Hallo Blood for Bloody. Hallo Blood. Ich denke, ihr wisst es sicher schon, aber bei mir seid ihr aktuell vom Ton her 20 Sekunden behind. Ja, wissen wir. So, ein Drache, der Feuer spuckt. Und den gehen wir erstmal mit der Ultra Psychic Force ankämpfen. Und da ist der Drache down. Und wir sammeln jetzt wieder ein Tetrad. Ja. I don't think the typical kid would know what a Tetramino is. Sure. But, I mean, it's 90s, they had to make it radical, right? Mm-hmm. Und das ist auch noch das letzte Tetrad. Tetrad. Alright, so we're gonna get to talk to Mika again. She's gonna tell us to come back to CI. Und wir haben unsere maximale Lebensenergie. And by Sea Island, this is in reference to the first game. Yep. So, if you are familiar with Star Tropics 1, the final dungeon. Unsere finale Reise durch Raum und Zeit beginnt. Und wir kriegen wieder den telepathischen Anruf. Ja. Und wir sollen zurück zur C-Insel reisen. Und zwar ist die C-Insel die Insel, auf der ein Teil unseres Abenteuers des ersten Teils stattgefunden hat. And like for me, this to me like is one of the best throwbacks I've ever played in a game. Like after playing the first. That's for bloody. Das soll auch so sein. Yeah, like everything's the same. Like they, I don't know. I thought it was awesome. Just an awesome throwback to do. The first game came out in 90, and this came out in 94. Also, everything is normal here. Absolutely normal, except for that pig that's in this corner over here. It's a boar now. He's a boar. He must be really confused right now. Im Prinzip müssen wir erstmal nur hier rumlaufen.
I didn't have to tell the story. Und in, das Dorf hinein. Okay. So, das irgendwie von lauter Schweinen bewohnt wird? Was ist denn da passiert? Reden wir mal mit diesem Jungen. Die wurden versammelt. Die wurden verwandelt, nicht versammelt. Ach Gottchen. Okay, so the only thing that's really different is there was actually supposed to be another room in between the last one and this one. For some reason they took that out. There'll be another room. Der finale Dungeon. In a little bit, that does the same. There's just one room that they took out, but otherwise the dungeon, you know, where everything is laid out, is the same. Switches are in slightly different positions, but otherwise it's the same. Enemy placement's pretty much the same. Yeah, reskin enemies. They put the enemy, like, yeah, so you know, there are rats and bats in this specific Und erstmal hüpfen. In Star Trek, wie gesagt, hüpfen ist ja ein essentieller Bestandteil des Spiels. In Teil 1 war das noch, sogar noch ein bisschen heftiger. There were some cuts. Okay, so I'm gonna be trying to do another void walk here, so I'm gonna ask to be a little quiet until I get it. So, wir sammeln die Stachelkugeln ein. Die mehrere Geschütze auf einmal abfeuert. Got it. Okay. Was wir natürlich ausnutzen. So, we do have to ask, why is Sea Serpent a zombie? So if you're familiar with the speedrun of Star Tropics 1, we don't fight Sea Serpent, we just kind of damage boost through him. Und das ist eine Seeschlange. Oder besser gesagt, das Skelett einer Seeschlange. Okay. Er hat den Kampf einfach geskippt, wow. What? Also ich habe mir das Weltrekord-Video angesehen und da war das noch nicht drin. Nice. Vielleicht. Da hast du was gefunden. So Yum Yum is kind of mad because he doesn't have a board to chomp on, so yeah. He's actually going to attack us. So when I mentioned hard mode Yum Yum, Weltrekord. Wir haben nochmal den Weltrekord, bitte. Moment. Not quite. That's actually the regular fight. If you kill the boar. Und da ist wieder der alte Drache oder der alte Ungetüm aus der Steinzeit. Okay, es wird keine neue TB werden. So I always wondered why they put Weil, da kommt noch ein bisschen was. Which is also weird, but you know, whatever, boss rush. Let's do it. Das ist jetzt das Skelett. I mean, let's face it. I mean, like the stupid knight on the horse isn't here. Oh, so boss yeah, rush, okay. Yeah. That's the one that I did not want to fight and I'm okay with that. Also no minecart. Ägypten, well, die Totenmaske. So now we got Zoda X to fight again. If we get a good pattern out of him. I did, good. But I'm gonna... Leute, bitte nicht die Code. Up arrow. Messed it up. It's going to ride. Ooh. Okay, I'm just gonna walk in the corner. So, und da ist wieder Soda X, wo wir einfach draufhalten müssen. Mit unserer Ultra Psychic Force. Oh, really? One hit. So I'm not going to use a potion yet, not until I actually lose the super psy shock or ultra, because I'll get a pill later on, which will give me all nice. That's a down. Well, nice. DB ist jetzt vorbei. Okay, so yep. I'll actually use one. I picked up two just in case. Wieder dieser alte Minenarbeiter, dieser Riese. So remember how we said pay attention to the spikes earlier? Yeah, now they have a different sprite for some reason. Yeah, they use the Warte, gleich Eldrin? Wie meinst du das? They just screwed up. Da ist er besiegt. Yeah, these don't look as menacing as the ones they used in the original fight. No, not at all. So. Und hier dasselbe Spiel. Also die Bosskämpfe unterscheiden sich nicht großartig. Laufen vielleicht ein Ticken schneller ab, weil wir jetzt ein bisschen stärker geworden sind. Aber ansonsten, ja, easy peasy. Nice, okay. All
Alright, so for some reason as well, after you kill the boss in the refight, the spikes have no hit value anymore, so I can just walk on top of them and then get myself set up for the dragon. LOL. Wenn man jetzt diesen Kampf gewonnen hat, die Stacheln tun einem nicht mehr weh. So, der Drache. So that's the last of the boss rush. I now have the final boss with Zoda Z. And now there's a Zoda X and a Zoda Y. What's gonna come after? Hä? Was war das auch? Alright, so I got the soul. Was wollt denn ihr jetzt? Reminder to do drugs apparently. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht, aber es ist auch egal. Ja. So, der finale Bosskampf erwartet uns. Vitamin X to fight Zoda Z. Lebensenergie aufladen. Wir müssen auf diese Segel feuern, die dann schließlich den Soda zusammen basteln irgendwie. And if you get hit, those giant beams will turn you temporarily into a boar. This is not a good position for him to be at. Go stay in the corner. Ah, ich verstehe, was Terrorfigi meint, aber... Get a little too close ja, ist okay. Personal, so hilf mir auf die Sprünge. Weil ich, gedacht, ich wollte wieder die Quote spammen, da hat gesagt, Leute, bitte keine, bitte nicht die Quote spammen. Ah, okay. Aber, zweite Phase. Aber es bleibt im Prinzip dasselbe. Wir weichen den Schüssen aus und halten einfach drauf mit unserer Ultra Psychic Shockwave. Ja, der Boss heißt Doda. Doda mit Z. Nicht mit S. I assume time is coming up soon. Yeah. It is coming up soon, yes. About 45 seconds. Yeah, so I'm gonna do something here. Wieso ist da explodiert, weil der Boss ist noch nicht down. Jetzt ist er down. If I hold down and like try to go back the way I came instead of just holding left. This is slightly slower, but you know I can take them with me, so why not? So. Push some of them into the wall. Yeah. And what's funny is like it's just their sprite, like their hitbox is still in the spot that they would have been in. All right, so time's when I talk to the chief here, and time. Lol. Auch das ist neu. Und normalerweise würde man einfach diese Bewohner ignorieren und auch die Cutscene. Und jetzt gehen wir halt in die Hütte. Rede mit dem Häuptling. Und Zeit. Quite the opposite. Also, 11, 17. 11. Eine Stunde 11, 17. Mein Gott. Ja. He is the worst Tetris player I've ever seen. Yes. And it's apparently his middle name. So. Yeah, it's his middle name, but he's great. So he's gonna make a trident with this, basically. Ernsthaft? Was ernsthaft? Ernsthaft, was ich doch gerade mache? Tetris! Ja. Worst Tetris player I've ever seen. Alright, we're safe. Alright, so this is Mika's father. And he's just telling a story like, I sent them away and I basically like put my soul into these Tetris pieces and broke them up so that Zoda couldn't get to me. They're the last survivors of their race because Zoda destroyed them all. And now they just left us. So after all that, Mike doesn't get the girl. Nope. He just runs after and that's it. Happy ending. So anyway, that's Star Tropics 2. I'm sure he'll find her in Star Tropics 3. I wish. Right? If Nintendo wanted me to put any amount of money towards anything, it would be Star Tropics 3. I would throw down absolutely anything to that. All right. Und da reisen sie aus der Welt.